Hallo und herzlich willkommen zurück oder so. Hier bei uns Sandmann. Kannst los, ruhig. Hallo. GTA 5. Zum Depot am Flug. Boah, schon wieder bis runter am Flughafen. Ja. Ist aber super. Ja, dafür, dass es. Der liegt mehr auf, wie da fährt, aber naja. Die Schnauze sieht ganz nett aus, finde ich. Ja. Jetzt liegt der super. Oh. Also vom Fahrverhalten ist er auf der Straße echt top, der Wagen. Ja. Der erinnert mich von der Schnauze her an T20. Ja, tatsächlich. Und dann noch irgendein Wagen. Ein Reaper. Stimmt, ein Reaper. Bisschen. Ja. Das Runde vom T20 und die Scheinwerfer ungefähr vom Reaper. Okay, nee. Und der Arsch ist X80 Proto. Ja. Und die Seite, ja. Individuell. Ja, die Seite ist auch. Hat auch so ein bisschen was. Ja. Ich komme noch nicht drauf, in welche Wagen. Vom Centorno. Ja. Centorno und T20, so ein Misch irgendwie. Ja. Centorno, X80 Proto und. 20, aber er ist schön schnell. Geht, aber er lässt sich angenehm fahren. Ja. Ich besitze ja einen T20 und ich muss sagen, der liegt besser auf der Straße als er. Ja. Also der hier, der Visione liegt besser auf der Straße als ein T20, aber ich denke mal, er ist nah. Ein T20 würde ihn vielleicht sogar noch abhängen. Ja. Das ist sogar an dem so. Okay. Aber der Wagen, den hab ich persönlich mir nur gekauft wegen der Optik. Hm. Schon die Optik schön. Ich? Ja. Irgendwie muss man nach unten gucken, da ist so ein kleines. Oh nein. Was ist denn das? Du musst alles vernichten, das ist ätzend. Warte, stopp. Da habe ich jetzt mal so gar keine Böcke drauf. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest. Lass mich mal kurz fahren. Komm, steig rüber, Junge. Ja. So macht man das heute, Kinder? Nicht, der steht schon wieder nicht hier. Ist das deren Ernst? Pegasus. Ach, da steht er doch. Geht doch. Wir wollten uns gerade über Pegasus aufregen, nicht? Ja. Schmeiß dich rein. Ich meine, du hast sogar auch Waffensysteme. Ja, Raketenwerfer. Echt, du kannst Raketen. Echt? Wo denn? Kann ich schon noch das MG benutzen. Da, ich sehe sie. Hallo? Weil die hat nämlich das Explosive. Ja. Aha. Ja, dann holen wir uns doch mal das Produkt. Weil da hatte ich jetzt echt keinen Bock drauf. Wo soll denn das Produkt sein? Ach, hier drunter? Kein Ding. Da vorne, siehst du den kleinen Minivan? Das ist so. Hm.
Meinst du, kommst hier gleich nochmal raus? Ich ja. Weil dann fahr ich Minivan. Hey. Ja. Fahr ich Minivan. Wenn du dann so weit bist, gebe ich Gas. Bin soweit. Da kommt was von vorne. Ja. Mehrfach. Ich fahre einfach dran vorbei, du machst das schon, ne? Ja. Machst du das mit Raketen, oder? Ja. Echt? Ja. Na gut, bei dem MG wäre die Gefahr auch ziemlich hoch, dass du mich triffst. Wow, wow. Das war jetzt ein bisschen zu knapp für mich. Fand ich jetzt, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich fahre Ego, aber das hörte sich ziemlich eng an. Ja, das war ziemlich eng. Okay, jetzt halt, ich habe sofort ein bisschen mehr Abstand, wenn ich schieße. Von vorne, von vorne, von vorne. Ja. Kack, LKW! Huch! Der Kack, LKW hat mich da echt gut aufgehalten gerade. Weißteil. Ja, von vorne, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Jo, machst du platt. Was? Die kann ich, hab ich nicht getroffen, was? Savage, was mit deiner Zielleistung heute los? Oder nur gerade jetzt gerade? Kommen wieder welche bei dir? Ja, aktuell nicht. Okay. Bist denn dran? Ach, jo. Ziemlich. Ja. Ich muss gleich hier rechts. Ja. Ey, schöner Drift, oder? Ja, der sieht gut aus. Also zumindest von hier oben sah der gut aus. Aber auf die Klautobahn. Ja. Hey? Was? Siehst du? Ja, ja. Okay. Haben wir ganz schnell für dich aufgeräumt. Merci. Oh ja, bleib so. Bleib mal auf der Höhe. Das sieht so geil aus gerade. Wutsch. Jetzt müsste es eigentlich so ein Tiefflug über mich drüber kommen. Das war sehr tief. Das war sehr tief. Ein bisschen zu tief. Ne? Ja. Ein bisschen zu tief. Bin ich da geflogen. Ich hab das Verkehrsschild nicht beachtet. Eieiei. Die Flugkünste muss ich nochmal dran arbeiten. Ey, elegant hochgerollt, oder? Ja. Ich hab zwar noch nie einen Stein oder ein Fahrzeug hochrollen sehen, einen Berg, aber okay. Es war eigentlich ganz gut. Mehr als gut. Den Savage finde ich so geil, weil der so viele Raketen auf einmal wegmachen kann. Kannst du einfach mal draufhalten und ratatatat. Ja, ich, dein Savage ist übrigens kaputt. Ja, macht nichts. Land den jetzt mal. Elegant. Ja, ja. So, Pegasus holt dieses Fahrzeug wieder ab. Steig aus dem Fahrzeug. Naja, warst du weit weg.
Hab ich getan. Da wollte er mich umbringen, ey. Geht ja gar nicht. Steig ein! Jo! Meiner, ey. Nee. Mann auch. Ich hatte schon drauf geschossen. Als du eingestiegen bist. Mist. Ich dachte, du hast nur den Typen. Nee. Fertig gemacht. So, oder hast du auch noch gleich den ganzen Tank mit fertig gemacht? Okay. Ja, ich hab mir gedacht, das passt gerade so schön. Achso, ja, passt. Ja, Bunker voll. Ja, würde ich sagen, Mission erfüllt. Mission completed. Kann man mit den Dingern eigentlich rausfahren? Nee, leider. Ich will da raus. Glitch, da geht das. Nur gegenfahren. Ey! Was? Meine ist schon fast stärker rückwärts als deiner vorwärts. Ja. Komm rückwärts an rückwärts. Ich will wissen, ob die Reifen platzen können. Warte. Ha. Denkt man nicht. Welcher ist stärker? Deiner. Ah, jetzt fängst du aber an zu schieben. Ja, war richtig. Denkt man nicht, dass die Reifen platzen können, leider. Jetzt schiebst du aber wieder. Putz. Nein. Guck mal, wir haben uns noch nicht mal berührt und... Ja, und ich sehe es. Angeblich schon gegen dich. Jo. Ja, lass mal den Dude hier umfahren. Geht das? Nee, der hat eine unsichtbare Mauer um sich. Ja, vielen Dank. Aha. Hallo? Hart. Nee, fahr doch da durch. Geht nicht. Klar. Zu macht. Guck hin. Ja gut. Und durch hier. Den Dude kann ich auch nicht umfahren. Nee, die haben da alle so eine unsichtbare Mauer. Aber hier schöne Waren, ein paar Waffen. Läuft. Ah. Ey, mit den Dingern kannst du voll Go-Kart Race machen hier. Ey, das ist unsere Go-Kart Strecke. Nee. Oh, ja gut. Die muss ich noch üben. Decke. Einmal um den Pfeiler rum. Da sehe ich dich, da sehe ich dich. Bleiben sie stehen. Boom. Unfair. Aha. Wie kommt denn, warum ist hier Wasser drin? Ist aber schlecht, wenn hier Wasser drin ist. Das ist ein Bunker. Ja, deswegen ja. Ja. Hast du was anderes erwartet? Ja. Also ich war bis jetzt in keinem Bunker drin, wo Wasser war. Ja gut, ich war noch nie im Bunker. Also in einem Bunker, der noch in Betrieb war. Ja gut. Boah, da findet der mich nie. Oh Gott. Was war das? Gefunden. Mano. Wollte mich hier so reinstellen. Dann so, haha, hier findet er mich niemals. Aber nee. Einmal das Labor heizen. Ja. Muss. Oh, da habe ich auch so den Werkstattkasten angefahren. Aber meine lieben Freunde, das war's mit dieser kleinen lustigen Nummer. Ich würde sagen, bis zur nächsten GTA-Folge oder so. Ja. Euer Sandmann. Tschüss. Tschüss.